die Anze nimmt schon auf. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Da hinten ist die Anna auch. Hinter meinem Öhrchen. Wir melden uns hier aus Münster, wie man vielleicht jetzt richtig drehen, da hinten an dem Gebäude schon sieht. Und das heißt nichts anderes. Wir sind in Münster zur, ich würde mal sagen, Kirmes-Saisoneröffnung auf dem Frühjahrsend 2023. Wir beide haben mal wieder Bock auf Kirmes, auf Achterbahn fahren, auf Crepe essen. Ja, nicht nur Crepe, ganz viel essen. Ja, und Schmuck kaufen und aber Achterbahn fahren, Breakdancer fahren, alles hier, alles dabei. Wir nehmen euch mit und ja, let's go. Und damit ist der Send eröffnet. Viel Spaß. Was machst du denn schon wieder so? Ja, ich hab hier Spaß. Ist das so? Was hast du denn gerade wieder entdeckt? Lose. Vorsicht, Pfütze. Pfütze? Pfütze. Du müsstest springen. Ich finde halt, bei Losen hast du das Glück nicht in der eigenen Hand, während du irgendwie mit Schießen oder Beiwerfen oder so noch irgendwas gewinnen kannst oder so. Ich hab eher mehr Glück bei Losen als beim Schießen, weil ich nie treffe. Ja, okay, das ist ja wie gehopst und gesprungen. Das ist der Unterschied. Ja. Mal gucken, was wir heute noch zocken. Ja. Ich bin jetzt hier genug durchgelaufen, würde ich sagen. Ja. Schon viele coole Sachen entdeckt, aber so. Die Kirmes-Saison, die fängt man am besten mit dem Breakdance an, oder? Auf jeden Fall ein Breakdancer. Ja, hier steht nämlich der Breakdance. Absoluter Favorit. Ja, hier und steht cool. Auch der größere, cool. Der Breakdance Nummer 2 von Bonner. Der ist wohl auch Stamm hier und den fahren wir jetzt erstmal eine Runde. Richtig geil! Boah, voll schnell! 6 Minuten! Finde ich gut!
Und dafür, dass es gut voll ist, ne? 6 Minuten, ja, kann man mal machen, ja? Ja, ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen durchgewirbelt. So, und jetzt hast du hier den neuen, den Excalibur. Sei doch gemuschelt. Nein? Ich hab doch Höhenangst. Ich brauche das. Ist keine Achterbahn. Nein, aber wie gehen wir jetzt? Letzte Baby, Finale los, Abraham. Was holst du uns denn Leckeres? Für dich ein alkoholfreies Weizen und für mich eine Cola Light. Das hört sich gut an. Ja, starten wir doch erstmal da. Vorsicht! Yes! Nicht kippen! Nicht kippen! Kürbis-Saison ist eröffnet. Erste Runde Breakdance. Erste Runde Breakdance schon mal hinter uns. Mega. Kult. Muss. Ja. Ja, und ich muss sagen, Petrus heißt der Typ. Petrus ist echt Kürbiskind. Also das Wetter heute ist ein Traum. Wenn man überlegt, was wir gestern für ein Wetter hatten. Oh, ja. Die Sonne scheint in mein Gesicht. Man kann es sehen. Petrus liebt uns. Abonniert jetzt den Kanal, um keinen Sonnenstrahlen mehr zu verpassen. Ja, aber auf jeden Fall die Schausteller. Und einen Daumen hoch für Petrus. Ja, für den alten Bro. Obwohl gestern war der ja, hat er nochmal ziemlich einen rausgehauen. Schnee, Regen, minus 2 Grad. Da mussten die alle hier noch aufbauen. Also dafür werden sie heute mit tollem Wetter belohnt. Und ja, es ist auch schon ordentlich voll. Wir haben es jetzt irgendwie mittags, 16.30 Uhr. Der Platz ist echt gut gefüllt und heute Abend wird es nochmal richtig voll. Ja, und ihr habt ja schon gesehen, hier stehen einige Sachen, unter anderem die Weltneuheit Excalibur von Bruch. Dann die Deutschland-Premiere hier von der niederländischen Geisterbahn Thriller, die werden wir auch nachher noch mitnehmen. Und was wir auch noch auf jeden Fall gleich fahren, ist, ich glaube, Alpenposter heißt ja die Achterbahn hier. Die steht auch das erste Mal in Münster und ja, dann schauen wir jetzt mal, was noch so auf dem Platz ist und dann wird direkt weitergefahren. Weiter Gas geben. Ja, klar, natürlich. Ich glaube, wir fahren jetzt direkt jetzt die Achterbahn. Ja. Machen wir. Und bis zum 19. Ist hier noch die Kürbis Frühjahrsend 2023. Also kommt nach Münster und ja, genießt die Saison. Ja, hast du gesagt, jetzt gehen wir zur Achterbahn, ne? Jetzt geht's zur Achterbahn. Das erste Mal hier in Münster ist der Alpencoaster. Alpen oder Alpencoaster? Nee, Alpen. Der Alpencoaster. Der Alpencoaster. Und den fahren wir jetzt und nehmen wir schön mit. Ja. Hui. Hefe, ich kann das Bild vergessen. Du bist schon an. Stehst du? Mach mal. Das ist ja gut, aber. Gleich geht's ab. Hier stehen wir. Sieht man ja da hinten gut. Ich glaube, 15 Minuten stehen wir schon. Werden nochmal locker 20, 30 Minuten. Meinst du nicht? Was rein. Ja, das Ding fährt ja nicht weg. Da passen noch vier Leute rein. Als wären wir in Orlando. Nie? Ist doch schon so ein bisschen Disney-Feeling, oder? Nein, aber. Hey, Mama. Hey, ich bin im Fernsehen. Nein, aber. Da freuen sich auch. Aber ich glaube, lohnt sich auf jeden Fall, ne? Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt, was es wird. Der Alpencoaster. Bist du ja schon mal gefahren? Nee, noch nicht. Aber mein erstes Mal. Wieder ein erstes Mal. Oh mein Gott. Wieder ein erstes Mal. Wieder.
mir fest. Geht runter. Auch wenn alles dicht zerreißt. Guck mal, das schöne Riesenrad im Hintergrund. Ist das nicht schön? Und die Anare im Hintergrund. Das ist wirklich schön, ne? Ja, da. Wir kommen gerade vom Alpencoaster. Ja. Und wie fandst du? Ich fand die schön. Also die hat Spaß gemacht. Also das war jetzt schon wieder so ein. Ja, ich habe jetzt schon wieder Bock auf Freizeitfahrt. Oh ja. Das war cool. Aber da sind wir auch schon wieder nächsten Sonntag, ne? Ja, nächsten Sonntag. Dann gehe ich schon wieder in Doverland. Wir sind ja gerne in Doverland. Ja, sehr gerne. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt zu unserer nächsten Attraktion. Zur Deutschlandpremiere von Thriller. Der Geisterbahn. Geisterbahn, genau. Die schauen wir uns jetzt an. Hast du Angst? Wir fahren jetzt den Thriller von Lämmermann. Da ist er. Da können wir ihn hoch. Das erste Mal hier in Deutschland, also Deutschland-Premiere für den Niederländer. Und das Ganze geht über 3 Etagen. Ich war ganz schön gespannt, oder? Du hast Angst. Bist du geschockt? War's gut? Der mit der Kettensäge war heftig. War's gut? Aber die war süß, oder? Ja, ich finde halt auch so kleinen Platz haben die dafür ausgeholt. Ja, fand ich auch. Also, kann man mal machen. Kann man machen. Ja, war süß. Nicht bei der Kruste geizen. Nicht bei der Kruste geizen. Das ist wichtig, wichtig. Guck mal, das sieht doch lecker aus. Boah, das hast du so schön gemacht. Danke. Ja. Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Ja, danke schön. Auch so, danke. Auch alle so freundlich. Geil, guck mal. Hast du Fokus? Hast du Fokus? Hab ich Fokus. Boah. Voll Fokus drauf. Guten Appetit. Lecker. Oh, geil. Ja, geil.
Jana, da schlendern wir ja gerade so schön über den Kürbisplatz und planieren. Sag mal, hast du es auch vermisst? Ich hab's vermisst, ja. Oh, ist das schön. Und alleine, ne? Also wir hatten jetzt mittags unsere Fahrten gemacht, aber jetzt am Abend auch einfach nur gucken und das auf sich wirken lassen. Ach. Ich liebe Kirmes am Abend. Das leuchtet immer alles so schön. Richtig. Und hat einfach noch einen ganzen Flair. Wunderschön. Vor sich. Ganz viele Menschen. Was machen Menschen hier? Was Platz hier? Was machen Menschen auf der Kirmes? Ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen hier rum, machen euch noch ein paar schöne Bilder. Ja. Und dann geht's für uns ab nach Hus. Dann war es das auch wieder für uns. Wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Fahrt. Und dann wird langsam Zeit, dass wir los sind. Genau, nächste Wochenende geht's in Stoberland. Stoberland! Ah, wir verlassen gerade den Kürbisplatz. Ja. Und wo ist sie? Da ist sie. Kürm! Ach, komm her, du! Ja, wir verlassen gerade den Kürbisplatz, holen jetzt noch einen Crepe. Wir sind dunkel. Warum sind wir dunkel? Sind wir jetzt hell? Genau, wenn das Licht und dann kommt noch das Meer. Guck mal! Oh, wie hübsch! Wie erhellt wir sind! Ja, und was sollen wir sagen? Erste Mal Frühjahrsland, mega cool. Auf jeden Fall ein super Start in die Saison. Viele coole Fahrgeschäfte, Weltpremiere habt ihr gesehen, Excalibur, dann noch die Deutschlandpremiere. Du hast dich aber nicht drauf getraut, ne? Du wolltest? Ja, es war zu kalt, es war zu kalt. Also, was war es? Ich hatte noch die Hosen voll von der Geisterbahn. Auf jeden Fall hatten wir hier viel Spaß, wir können euch nur empfehlen. Die Kürbis geht noch bis zum 19. Kommt auch vorbei, hier ist jede Menge für jeden was dabei und... Ja. Wir wünschen natürlich den Schaustellern, dass das Wetter auch die Woche einigermaßen trocken ist, dass auch ganz viele Besucher kommen. Auf jeden Fall. Heute war es auf jeden Fall gelungen. Super, alle top drauf gewesen. Was will man machen, oder? Es ist alles super. Super. Ich hole mir jetzt noch einen Kinderschokoladencrepp. Das ist Kult. Und dann werden wir uns auch auf den Heimweg machen. Genau so ist das. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, kommt ihr vorbei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Doverland. Tschüss! Du hast was vergessen. Was? Achso, abonniert, ne? Daumen hoch, ne? Und die Glocke. Das ist richtig. Die Glocke nicht vergessen. Die ist ganz wichtig. Aber jetzt, ne? Tschüss!